Hey, was für ein Gottesdienst. Oh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Herz hüpft. Es hüpft, wirklich. Es hüpft. Ihr merkt, ich bin ein bisschen mit der Stimme nicht dort, wo ich sonst bin. Also vielleicht ein bisschen weniger Gebrülle heute. Ich werde mich bemühen. Aber ich hoffe, ihr spürt mein Herz, weil das ist wirklich begeistert. Begeistert über das, was Gott in unserer Mitte macht. Heute ist der vorletzte Teil. Herbert hat mir gerade vorher zugeflüstert, er würde gern bei seiner Predigt kommenden Sonntag auch nochmal unsere Bühnendeko verwenden. Ne? Heute ist sozusagen der vorletzte Teil unserer Verwurzelt-Predigt-Serie. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, es war ein Riesensegen, diese Predigt-Serie. Aber sie ist noch nicht vorbei. Heute geht es um Erweckungshistory. Das ist ein bisschen ein Kunstwort, weil tatsächlich Erweckung seine Story ist. Es ist his story. Ja? Erweckung ist his story. Und wenn ich zurückschaue, und deswegen hüpft mein Herz so, einfach nur in die letzten Wochen und Monate hier im Wunderwerk. Und ich meine da nicht nur die Sonntagsgottesdienste, ich meine da die verschiedenen Formate, in denen wir zusammenkommen, dann kann ich, um ehrlich zu sein, ich bin sprachlos über das, was der Heilige Geist macht in unserer Mitte. Ich bin so dankbar über die Zunahme an Heilungen auf verschiedenen Ebenen, auch körperliche Heilungen, emotionale Heilungen. Ich bin so dankbar über die Menschen, die in Wunderwerk-Gottesdiensten oder abseits von Wunderwerk-Gottesdiensten, gerade heute habe ich wieder ein paar Stories gehört in unserem Gebetstreffen, wo Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Ich bin so dankbar über unseren Siegreichtag, der dreimal im Jahr stattfindet und wo gefühlt es immer intensiver wird, Siegreichtag für Siegreichtag, und Menschen dort wirklich diesen Sieg erleben und mit einem Sieg nach Hause gehen, befreit, geheilt und wiederhergestellt. Und aber auch wenn ich nur in die unmittelbare Vergangenheit zurückschaue, wir hatten gerade Worship Retreat, hey, da war so eine Freiheit und Freude und Herrlichkeit, wo das Lobpreisteam, das Wunderwerk Worship Team angebetet hat. Und vielleicht kann der ein oder andere sich auch an den letzten Sonntag erinnern, wo, ich habe mir das dann später sagen lassen, 34 Menschen beim Bekehrungsaufruf in der ersten Reihe waren, um das erste oder zweite oder dritte Mal ihr Leben Jesus zu übergeben. Sind auch Heilungen dann noch passiert, wo wir schon ganz schön in der Overtime waren. Ihr Lieben, God is on the move, Gott ist in Bewegung und ich feiere das so. Mein Herz jubelt und ich möchte dich ein bisschen anstecken mit dieser Freude, weil auch du, und ihr seht schon meine Stimme, sie wird halten, glaube ich, weil auch du ein Erweckungsträger bist und deine Story gehört werden muss. Seit Spätsommer filmen wir Stories und ich möchte dich einladen, erzähl deine Story. Du selbst kannst dann entscheiden, ob es nur im Gottesdienst gezeigt wird oder auch auf den Social-Media-Kanälen. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, aber behalte das, was Gott in deinem Leben wirkt, behalte es nicht für dich. Es muss erzählt werden, weil er möchte es wieder und wieder und wieder tun. Im Psalm 78, 3 bis 4 lesen wir, was wir hörten und erkannten, was unsere Väter uns erzählten, wollen wir ihren Söhnen nicht verschweigen, das sollen auch künftige Generationen erfahren, die Ruhmestaten und die Stärke Jahwes und die Wunder, die er tat. Gott wirkt Wunder unter uns. Und es ist so wichtig, dass wir das benennen, dass wir ihm dadurch Ehre geben, indem wir es weitererzählen. Und es kann alles Mögliche sein. Aber eines unserer Visionsstatements ist ja auch, ich sehe eine lebendige Kirche voll mit frischen Stories über Gottes persönliches Wirken. Eine Kirche, die über die Expeditale hinaus wächst. Es ist Gottes Anliegen, dass wir wachsen und dass wir auch über die Expeditale hinaus wachsen. Davon bin ich überzeugt, dafür lebe ich, dafür gebe ich mich hin, dafür träume ich. Und damit möchte ich dich auch anstecken, eben mit dieser Vision. Weißt du, du und ich, wir sind Teil von Erweckungshistory.
Weil überall da, wo der Heilige Geist ein Leben berührt und wieder berührt und wieder berührt, da passiert persönliche Erweckung. Wir alle träumen von Erweckung, aber wo fängt Erweckung an? Sie fängt bei dir persönlich an. In deinem Zuhause. Ja, vielleicht hier im Gottesdienst oder in deinem Zimmerlein, ich weiß es nicht. Aber da, wo der Heilige Geist dich berührt, da fängt persönliche Erweckung an. Wo persönliche Erweckung anfängt, dort geschehen geistliche Aufbrüche. Und da, wo geistliche Aufbrüche geschehen, dort werden Ehebeziehungen, Freundschaften, Familien, ganze Stammbäume, Dörfer und Häuser und Regionen nachhaltig verändert. Aber es nimmt irgendwo seinen Anfang, oder? Es nimmt seinen Anfang bei dir persönlich. Und wenn wir in die Bibel schauen, zum Beispiel in Apostelgeschichte, in die frühe Geschichte der Urkirche, dann sehen wir, dass Gott gewöhnliche, ja, ich würde sogar sagen normale Menschen gebraucht, um Außergewöhnliches zu bewirken. Einfache Fischermänner, die dann durch die Begegnung, durch die persönliche Erweckung mit dem Heiligen Geist ja wirklich, ich würde sagen, crazy unterwegs sind für ihn. Wollt ihr da mit mir einsteigen in den Bericht aus Apostelgeschichte? Da heißt es in Kapitel 5 von Vers 12 bis 16, aber durch die Hände der Apostel ließ Gott viele Zeichen und Wunder unter den Leuten geschehen. Und alle Gläubigen waren eines Sinnes und trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle Salomos. Von den anderen aber wagte es keiner, sich ihnen anzuschließen. Das Volk jedoch sprach lobend über sie. Und von solchen, die an den Herrn glaubten, kamen immer mehr dazu. Scharen von Männern und Frauen. Es kam so weit, und das ist wirklich, das ist deine und meine Bibel hier. Ja, das ist crazy, was hier passiert ist. Es kam so weit, dass die Leute Kranke auf die Straßen brachten und dort auf Betten und Matten legten. Sie hofften, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf einen von ihnen fallen würde. Und das war nicht, weil irgendwie da was Magisches war am Schatten von Petrus. Das war, weil die Gegenwart Gottes ihn so überschattet hat. Weil Petrus so im Bewusstsein dieser Gegenwart Gottes gelebt hat. So im Bewusstsein dieser Abhängigkeit gelebt hat. Er wusste, wie er vor Pfingsten drauf war oder auch vor dem Kreuz drauf war. Und er wusste, wie er jetzt auf einmal drauf ist. Und er wusste, es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und so war es möglich, dass die da die Kranken hingelegt haben. Petrus ist vorbeispaziert und sein Schatten hat sie geheilt. Also Jesus hat natürlich sie geheilt, aber es steht einfach so. Vers 16, selbst aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute zusammen. Sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte herbei, die dann alle geheilt wurden. Alle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind Dimensionen. Dort möchte ich hin. Möchtest du auch dorthin? Weil das waren gewöhnliche Menschen, diese Apostel, diese Jünger. Normalos, so wie du und ich. Und was den Unterschied in ihrem Leben gemacht hat, war der Heilige Geist. Es war eigentlich Gottes Geschichtsschreibung, Erweckungs-His-Story in ihrem Leben. Und dieses Prinzip, dass geistliche Aufbrüche, dass Erweckungen immer beim Einzelnen anfangen, das hat sich nicht geändert. Letzte Woche hatten wir einen besonderen, ja, so Feiertag am 31. Oktober. Wer weiß, was das für ein Tag war? Jetzt sag nicht Halloween. Reformationstag. Halleluja. Martin Luther. Dem haben wir viel zu verdanken, oder? Absolut. Ein deutscher Priester, der vor mittlerweile 500 Jahren persönliche Erweckung erlebte. In seinem Gnadenverständnis. Und das war der Motor, der dann letztlich zur Reformation führte. Aber wo fing es an? Es fing mit persönlicher Erweckung an. Es fing mit einem Einzelnen an. Und ich glaube, wir alle, wir genießen die Frucht dessen, aus Gnade und Glaube gerettet zu sein und Schrift allein
und so weiter. Wir sind da sehr dankbar über sein Erbe, oder? Dann, ich hüpfe weiter, weil ich mache jetzt mit euch einen kleinen Zeitsprung in Erweckungsgeschichte. Und also, es gibt so viele Namen zu nennen, das ist nur ein Abriss, okay? John Wesley, ein Engländer, erlebte vor rund 280 Jahren persönliche Erweckung, weil er verstand, dass er eine persönliche Beziehung mit Jesus braucht. Das kann niemand anderer für ihn erfüllen. Er braucht einen persönlichen Connect mit diesem Gott. Und was daraus entstanden ist, ist die Methodistenbewegung. Ein Mann wurde bewegt oder erweckt und es entstand eine Bewegung. Okay, wir machen weiter, einen Zeitsprung. Charles Fox Parham, ein Amerikaner, erlebte vor rund 120 Jahren persönliche Erweckung durch die Geistestaufe und vor allem durch das begleitende Sprachengebet, die Zungenrede. Die waren in Ekstase und die kannten sich nicht wirklich so aus. Sie sahen nur, okay, das ist tatsächlich das, das muss das sein, was da in der Bibel beschrieben ist. Aber ihre Herzen waren on fire und aus diesem Erbe heraus entstand die Pfingstbewegung, der wir auch als Wunderwerk angehören. Einer seiner Bibelschüler, William Seymour, ein Afroamerikaner, der erlebte das auch zeitgleich. Den hat es auch erwischt mit dem Heiligen Geist, wenn ich das so sagen darf. Und er wurde ein einfacher Mann zum Katalysator der Pfingstbewegung. Vielleicht sagt dir der Begriff Azusa Street oder Apostolic Faith Mission etwas. Da fanden Versammlungen statt, wo man sagt, wo man berichtet, dass die Gegenwart, heute haben wir schon gehört über die Gegenwart Gottes, dass wenn wir das Foyer betreten, dass wir uns da schon so willkommen geheißen fühlen. Aber man berichtet, dass die Gegenwart Gottes in diesen Versammlungen so stark war, dass die Leute schon beim Hereingehen zusammengebrochen sind. Also Leute, die Gott nicht kannten. Weil Gott ihnen so stark begegnet ist. Die fingen zum Weinen an und denen war so klar, wie wenn man einen Schleier von den Augen nimmt, ich brauche Rettung, ich brauche Jesus, ich brauche Gott. So dicht war die Gegenwart Gottes in diesen geistlichen Aufbrüchen. Aber angefangen haben sie mit Einzelnen, die persönliche Erweckung erlebt haben. Es gibt sogar eine Geschichte, dass einmal die Feuerwache ausrücken musste in diese Azusa Street, weil das Haus, da waren Flammen sichtbar auf dem Haus. Und als sie dann ankamen, haben sie gemerkt, das sind keine echten Flammen, das brennt nicht wirklich. Das ist wie ein Sichtbarwerden von Gottes Gegenwart. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte im Alten Testament vom brennenden Busch, Mose und der brennende Busch, wo das Feuer den Busch nicht verzehrt. Das muss wohl irgendwie so eine ähnliche Begebenheit gewesen sein. Hey, das waren ganz starke Aufbrüche, die da passiert sind. Es ging dann weiter. Thomas B. Barrett, ein norwegischer Methodistenprediger, der fing dann Feuer. Auch der erlebte eine persönliche Erweckung und wurde zum Segen für Europa. Also ein norwegischer Methodistenprediger, der Schweden, Dänemark, Deutschland, Frankreich und England gesegnet hat. Und aus wiederum Begegnungen zwischen Barrett und anderen heraus entstanden andere Pfingstbewegungen, wie zum Beispiel eine Begegnung zwischen Jonathan Paul und dem Barrett, wo wiederum Jonathan Paul, der, ihr seht sogar Fotos, dann zum Gründer oder zum Katalysator der ersten Pfingstbewegung in Deutschland wurde. Dann gab es eine Begegnung mit Alexander Boddy oder Boddy, einem anglikanischen Vikar. Müssen wir mal diese Backgrounds vor Augen führen. Ein anglikanischer Vikar, der eine persönliche Erweckung erlebt, wird zum Gründer der Pfingstbewegung in England. Also mich begeistert das, Erweckungsgeschichte anzuschauen. Es ging dann weiter, dass auch Levi Petrus, ein schwedischer Baptistenpastor, Feuer fing, persönliche Erweckung erlebte. Und er durfte dann die Philadelphia-Gemeinde in Stockholm übernehmen, die übrigens heute eine der größten Pfingstgemeinden in Schweden ist, mit um die 5000 Mitglieder. Und wo wir letztes Jahr den derzeitigen Hauptpastor erleben durften, den Niklas Piensoho. So weit geht auch unsere Geschichte zurück, weil letztlich, und hier knüpfe ich an unsere Geschichte als Wunderwerk, fängt auch da in dieser Stockholm-Philadelphia unsere Geschichte an, weil mutige Männer wie Andrew Egg, Edwin Thalbacker und Alvin Christensen im Jahr 1920 nach Wien aufbrachen,
um mit Hilfslieferungen der großen Not, man kann sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, oder? Der großen Not in Österreich zu begegnen. Und speziell da auch in Städten wie Wien die beste Nachricht aller Nachrichten zu erzählen, nämlich, dass Jesus lebt und dass er Menschen begegnen möchte und Menschen erwecken möchte. Der Erste Weltkrieg war gerade erst verloren, Habsburgerreich zerbröckelt, es ist nicht so viel übergeblieben von Österreich und man wusste nicht, wird dieser frisch gegründete Staat überhaupt überleben können. Aber dieses mutige Missionsteam, das auch aus Frauen bestand, auch aus einer Baronin bestand, war bereit, ihr Land zu verlassen, angetrieben ganz klar von einer Begeisterung von Jesus, von einer Erfülltheit im Heiligen Geist, um auch anderen Menschen das bekannt zu machen, was sie selbst persönlich erlebt hatten. Und das ist unsere Geschichte. Es entstanden dann zwei Gemeinden durch diese Missionsarbeit, dieses Missionsteams, die sich dann später zur Philadelphia-Gemeinde zusammenlegten, wo auch wir wiederum unsere Wurzeln haben und 102 Jahre alt sein dürfen als Wunderwerk. Und ich habe noch eine Story mitgebracht von der Erika Zapfel, die leider dieses Jahr übersiedelt ist zu Jesus im Alter von 88 Jahren. Ihr seht hier ihr Foto, weil ich mir dachte, das hilft uns auch irgendwo zu connecten mit dem, was sie damals, und sie war jetzt nicht 1920, aber sie ist 1934 so richtig in den Krieg hineingeboren worden, wuchs inmitten von Bombardierung auf und man kann sich vorstellen, dass Angst und Hunger irgendwo Teil von ihrem Aufwachsen waren. Später dann, mit 12 Jahren, kam sie das erste Mal in die damalige Wiener Pfingstgemeinde und man muss dazu sagen, sie hat seit auch diesen Traumas, die sie da erlebt hat, weil sie im Krieg aufgewachsen ist, hat sie an epileptischen Anfällen gelitten, wo sie da teilweise 2 bis 3 Mal täglich einen Anfall hatte. Sie geht rein in die Versammlung und wo sie wieder rausgeht, ist sie frei von diesen epileptischen Anfällen. Komplett geheilt. Ist es nicht cool? So cool, so cool. Aber sie durfte dann später auch nochmal Heilung erleben, weil sie hatte einen Herzmuskelschaden. Man hat für sie gebetet und die Leistung kam zurück. Man hat es dann auch untersucht und man hat klar gesehen, dass in Narben vorzufinden am Herzen, da war wirklich was. Ja. Aber die Herzleistung ist wieder voll da. Ist es nicht so cool, welche Wunder unser Gott tut und auch schon in der Geschichte vom Wunderwerk getan hat. In der Zwischenzeit sind 102 Jahre vergangen und es kommen noch 102 Jahre oder noch mehr. Und wir dürfen hier in dieser Halle seit mittlerweile mehr als 6 Jahren Gottesdienste feiern. Und Gott möchte die Geschichte weiterschreiben. Und jetzt rate mal, mit wem er diese Geschichte weiterschreiben möchte. Jetzt rate mal, mit wem? Mit euch, mit jedem Einzelnen. Weil Aufbrüche fangen mit persönlicher Erweckung an. Und deine persönliche Erweckung, die du vielleicht vor ein paar Wochen, die du vielleicht heute oder nächste Woche erlebst, kann zu einem Aufbruch in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinem Stammbaum, in deinem Dorf führen. Es ist seine Geschichte, die er mit uns schreibt. Und ich glaube, wir merken auch, Gott ist unaufhaltsam. Der Heilige Geist ist unaufhaltsam seit 2000 Jahren. Jetzt schauen wir uns noch schnell, dazwischen brauchen wir einen Schluck Wasser. Jetzt schauen wir uns noch mal schnell ein paar Merkmale dieser pfingstlich-charismatischen Bewegung an. Ein bisschen habt ihr eh schon durch die Storys durchgespürt, das ist zumindest meine Hoffnung. Nun, das erste Merkmal ist ihre missionarische Aktivität. Und halt dich fest, wir sind Teil der schnellst wachsenden Kirchenbewegung, der mittlerweile 700 Millionen Menschen angehören. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja, gibt es einen Applaus. Es sind mehr als 8% der Weltbevölkerung. Das heißt, einer von 12 Menschen weiß sich der pfingstlich-charismatischen weltweiten Bewegung zugehörig. Ihr seht es dann auch auf der Grafik, eine Verteilung auf Kontinente. Gleich seht ihr es.
oder auch nicht. Sonst muss ich euch die Zahlen geben, aber ich wollte, ja, danke schön. Und was mir bei dieser Verteilung so wichtig ist, wenn wir als Europäer, wir sind übrigens da oben, dieses dunkelblaue. Wenn wir manchmal die Leidenschaft und den Eifer von Christen aus Ländern wie Asien, Südamerika und Afrika manchmal ein bisschen belächeln, weil wir scheinbar nicht so leidenschaftlich sind, außer im Fußballstadion und außer bei einem Konzert im Happelstadion. Aber wenn wir das belächeln, dass sie so laut sind und so leidenschaftlich, dürfen wir nicht vergessen, wie diese Länder oder Kontinente noch vor 100 Jahren ausgesehen haben und wie spärlich das Christentum oder die Pfingstbewegung dort verbreitet war und wie sehr jetzt auch durch Generation für Generation an Missionaren, die sich investiert haben, wir eigentlich, wenn wir einen ehrlichen Blick haben, dorthin schauen müssen und sagen, vielleicht können wir was lernen von denen. Vielleicht können wir was lernen von denen. Weil God is on the move in diesen Ländern. Oder Kontinenten eigentlich, muss ich sagen. God is on the move auch in Europa. Aber das ist heftig. Ja, deswegen habe ich euch das mitgebracht, sonst bin ich nicht so der Statistiker. Afrika war noch vor mehr als 150 Jahren, es war undenkbar, dass dort eine Schar an Christen sich sammelt. Und da gab es Missionare wie einen David Livingstone, die bereit waren, einen Preis zu bezahlen. Die bereit waren, auf eine persönliche Erweckung hin in diese Kontinent zu gehen. Und jetzt sehen wir so Bilder. Jetzt, mein Bonke lebt nicht mehr, Reinhard Bonke, aber sei es in Daniel Kolender oder letzten Sonntag haben wir Bilder gesehen von Daniels Männes, jungen, modernen Evangelisten. Und wir sehen diese Scharen an Menschen und wir nehmen das für so selbstverständlich oder wir belächeln es vielleicht sogar. Aber da war vor 100 Jahren noch wenig los auf diesen Kontinenten. Und es ist durch diese Generationen, die sich investiert haben, möglich geworden, dass eigentlich diese Kontinente verglichen mit Europa Vorläufer sind. Aber die gute Nachricht ist da, wo das Christentum, wenn du so willst, hervorgegangen ist. Und das ist Europa im erweiterten Sinne. Ich bin überzeugt, dass es Gottes Herzschlag ist, dass sich dort der Kreis auch schließen wird. Und dass wir eigentlich vor einer der größten Erweckungen überhaupt stehen. Ja, in unserem Europa. Und es sind die Worte von Jesus. Die Ernte ist reif. Es war nie das Problem auf der Ernteseite, nie in den Augen von Jesus. Es war immer das Problem auf der Arbeiterseite. Da, wo du persönliche Erweckung erlebst, kann ein geistlicher Aufbruch passieren, der wiederum eine nachhaltige Veränderung bringt. Spannende, wenn das Wachstum so weitergeht, und das sagen die Statistiker, dann wird 2050 eine Milliarde erreicht sein. Das ist cool, oder? Das ist richtig ermutigend. Okay, zweiter Punkt, der die pfingstlich-charismatische Bewegung auszeichnet, ist ihre Überwindung konfessioneller Grenzen. Der Heilige Geist ist hochaktiv darin, den weltweiten Leib oder Körper von Jesus in Einheit zusammenzuführen. Du kannst schauen, quer durch die Bank, auch abseits von Pfingstgemeinde, evangelikalen Gemeinden, Baptistengemeinden, hinein in die katholische Kirche, hinein in die anglikanische Kirche. Es gibt keine namhafte christliche Bewegung, wo nicht der Heilige Geist gelandet wäre und wo er nicht die Gaben, die er bringt, und auch die Kraft, die er bringt, hineingebracht hätte. Wir erleben wirklich charismatische Aufbrüche und es ist sein Wesen, hier nicht eine strukturelle Einheit zu schaffen, so nach dem Motto, wir brauchen da irgendeinen neuen Oberanführer dann, der das leitet, sondern eine Herzenseinheit, dass ich meinem katholischen Bruder oder Schwester in die Augen schauen kann und sagen kann, hey, das ist mein Bruder, meine Schwester im Geiste. Aber es gibt kaum eine Bewegung, die so sehr konfessionelle Grenzen überwunden hätte, wie es die pfingstlich-charismatische Bewegung getan hat. Und last but not least, und dann landen wir schon bald, Stimme hält noch, also gutes Zeichen, ist die Übernatürlichkeit, die Pfingstbewegung, wenn ich schreien könnte, wenn ich lauter schreien könnte. Oh.
bin gerade so begeistert. Die Pfingstbewegung ist durch und durch übernatürlich. Und diese Übernatürlichkeit hat nicht vor 100 Jahren begonnen, Azusa Street, ja, das sind die Pfingstler und ihre Azusa Street. Übernatürlichkeit, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes ist ganz klar in Apostelgeschichte wiederzufinden. Es ist ganz klar in der Kirchengeschichte wiederzufinden. Da ist ein roter Faden quer durch die Kirchengeschichte von Zungenrede, von Prophetie, von Heilung, von übernatürlichem Wirken Gottes. Es hat sich nicht geändert. Das Bedürfnis dieser Welt, ein Wunder zu erleben bei Gott, hat sich nicht geändert. Du und ich, wir können niemanden so in den Himmel katapultieren. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Du und ich, wir können niemanden heilen, so wie er heilen kann und wiederherstellen kann. Da ist ein roter Faden, quer durch die Kirchengeschichte. Aber das Spannende ist, es gibt auch die ein oder andere Wirkung des Heiligen Geistes, die auch im Laufe der Geschichte dann wie so mal mehr, mal weniger präsent war. Und ich finde es sehr spannend, die Gründe dafür zu hören, vor allem von einem Katholiken die Gründe dafür zu hören. Wollt ihr die Gründe da auch hören? Und zwar hat der Pater Cantalamessa, der übrigens seit 1980 offizieller Prediger des päpstlichen Hauses ist, er stellt folgende Frage: Was war seiner Ansicht nach der Hauptgrund für das Nachlassen von körperlichen Heilungen im Christentum ab dem 5. Jahrhundert? Also er geht da sehr weit zurück. Und jetzt zitiere ich aus seinem Buch, ein super Buch über den Heiligen Geist geschrieben: Die natürliche Umgebung, in der die Charismen in der Urkirche ihren Raum fanden und sich manifestierten, das sind seine Worte, wo sie offenbar wurden. Das wäre jetzt ein anderes Wort für manifestieren. Ja. Ist nichts Schlechtes, ist nur sichtbar werden. Ja. Jene offenen Versammlungen, die durchdrungen waren vom starken Empfinden der wirkenden Gegenwart des Geistes, diese wurden weniger. Diese Versammlungen, wo er sie sogar nennt, Biotope für Heilungen, die verschwanden zusehends. Was hat also wirklich abgenommen, immer wieder in der Kirchengeschichte? Was das Wirken des Heiligen Geistes? Ja, als Konsequenz, aber was wirklich abgenommen hat, war unsere Offenheit für sein Wirken. Unsere Offenheit. Und da, wo nicht Offenheit ist für sein Wirken, da kann er nicht so wirken. Diese Biotope, das ist ein cooles Wort eigentlich. Und wir können diese Erwartungshaltung und diesen Hunger schaffen, weil dein Hunger zieht den Himmel an. Dein Hunger nach Erweckung zieht den Himmel an. Und vielleicht erlebst du nicht, dass jeder geheilt wird. So eine Trefferquote wie damals in Apostelgeschichte oder im Leben von Jesus. Aber eins ist klar, wenn du nie für Heilung betest oder dich nie danach ausstreckst, dann hast du auch eine Trefferquote garantiert. Und zwar die Nullerquote. I'm sorry. Tut mir leid, das so direkt zu sagen. Wollen wir uns neu ausstrecken nach seinem Wirken? Wollen wir neu hungrig werden für das, wo die ersten Jünger schon hungrig danach waren, nämlich seine Gegenwart? Es war der Schatten von Petrus. Es war das Überschattetsein von der Gegenwart des Heiligen Geistes, wo die Leute auf die Idee kamen, naja, wir bringen einfach die Kranken in die Nähe von Petrus und damit in die Nähe der Gegenwart Gottes. Und dann passiert was. Ist doch eigentlich total bizarr, oder? Wie sie sich das zusammengereimt haben damals. Aber sie waren offen für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, und da müssten wir fast wieder zu dieser anderen Grafik, aber zu den anderen Kontinenten, wo sich so viel tut, ich glaube, dass wir gerade in dem Bereich auch lernen können, in dieser Offenheit für den Heiligen Geist, weil er ist gekommen, um den Unterschied zu machen in deinem und meinem Leben. Ja. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Bill Johnson, der mal gesagt hat, und ich habe es auf Deutsch übersetzt, ist nicht so cool wie auf Englisch, aber da sagt er: Das meiste, das wir zum Leben brauchen, wird zu uns gebracht, aber wonach wir uns wirklich im Leben sehnen, danach müssen wir uns ausstrecken und es uns holen. So auf Englisch: Most of what we need in life will be brought to us,
But most of what we want, we will have to go and get it. Ja. Er ist ein Belohner auch deines Glaubens. Und da, wo wir Glaubensschritte machen oder auch nicht machen, oft steht uns unser eigenes Ego im Weg, weil wir uns denken, was ist, wenn ich jetzt dieser Stimme folge? Ist es die Stimme des Heiligen Geistes? Ist es nicht die Stimme des Heiligen Geistes? Was werden die Leute sagen? Wie werden sie mich anschauen? Und wenn du ganz ehrlich bist, wenn diese Gründe, diese Beweggründe, nicht zu handeln, so laut sind in dir, dann ist es vielleicht Zeit, neu auch dein Ego niederzulegen und zu sagen, es geht nicht um mich, es geht nicht um mein Ego, es geht darum, dass sein Reich kommt, weil das ist das Gebet, was er uns gegeben hat. Und ob ich dann blöd dastehe oder nicht blöd dastehe, spielt eigentlich weniger Rolle, weil es sowieso nicht um mich geht, weil sowieso nicht ich der bin, der irgendwie wen heilt oder wen befreit, sondern weil es er ist, der mich füllen möchte, überfüllen möchte. Und da kann uns auch das persönliche Bedürfnis nach Kontrolle im Weg stehen. Und du empfängst nicht von Gott, weil du eigentlich dein Leben in Kontrolle hast. Aber er möchte das Ruder, er möchte das Lenkrad, das Steuer deines Lebens übernehmen. Und da, wo er übernimmt, da wird auch sein Wirken, seine Kraft, seine Liebe übernehmen. Aber die Frage ist, kannst du loslassen? Kannst du Kontrolle abgeben? Bist du bereit, dich neu von ihm füllen zu lassen? Vielleicht bist du auch heute hier und du kannst noch nicht in Sprachen beten, in dieser Geheimsprache Gottes, dieser Zungenrede, die deinen Geist erbaut, weil dafür ist sie unter anderem gegeben, die aber auch ausgelegt werden kann, so wie wir es im Korintherbrief lesen. Hey, wenn du danach hungerst und dürstest, dann glaube ich, dass du das empfangen kannst heute Morgen. Aber wart nicht drauf, dass irgendwie eine Hand kommt und deinen Mund bewegt, sondern beweg du deinen Mund. Und wenn sich Gedanken formen, wenn sich Worte formen, dann sprich sie aus. Aber mach nicht die Brezel und warte drauf, dass jetzt irgendjemand dich vom Sessel haut. Bitte, Heiliger Geist, hau mich vom Sessel. Sondern es ist unsere innere Haltung, unser ein Stück Entgegenlehnen, unser Hunger, unsere Bereitschaft, unsere Offenheit, die so sehr den Himmel anzieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, aber ich bin sehr hungrig. Damit meine ich nicht aufs Mittagessen dann. Damit meine ich, ich bin sehr hungrig, danach mehr zu sehen. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass er mehr für uns hat. Aber Erweckung ist nicht etwas, wo wir einfach beten, ja Gott, schenke uns Erweckung. Sondern das Gebet sollte eigentlich lauten, Jesus, erwecke du mich. Erwecke du mich. Weil eins sage ich dir, wenn du erweckt bist, Leute werden es merken um dich herum. Sie werden es merken. Ach, vielleicht bist du gerade eher trocken unterwegs. Eher gehst durch eine Wüstenphase. Aber weißt du, was mit einer Wüste passiert, wenn da Wasser drauf kommt? Da sind viele Samen aufbewahrt in dieser Wüste, die du vielleicht gerade erlebst. Und da braucht es gar nicht einmal so viel Wasser auf einmal, dass hier Neues aufkeimt in deinem Leben, nachdem du dich so sehr sehnst. Aber die Frage ist, bist du bereit loszulassen? Bist du bereit, dein Leben hinzulegen, deine Träume, deine Sehnsüchte auf, bildlich gesprochen, den Altar zu legen? Ich möchte dir heute Morgen diese Möglichkeit geben. Und ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen und uns wirklich in unseren Herzen zu positionieren. Wir haben zu Beginn im ersten Teil des Lobpreises ein Lied begonnen, Fresh Wind. Da geht es darum, we need a fresh wind, a fragrance of heaven, ein Wohlgeruch des Himmels. Pour your spirit out. Vielleicht ist das dein einziges Gebet heute an Gott. Gieß deinen Geist aus, bitte. Gieß deinen Geist aus. Ich brauche mehr von dir. Fang eine persönliche Erweckung in meinem Herzen an. Wenn du heute hier ein bisschen hungrig bist, dann bring deinen Hunger zum Ausdruck. Und so kommen wir wirklich jetzt, Jesus, vor deinen Thron als hungrige Söhne und Töchter, als die, die vielleicht das erste Mal von dir gehört haben. Aber wir kommen vor deinen Thron und wir sagen, wir wollen mehr.
Wir wollen mehr von dem, was du schon gewirkt hast vor 2000 Jahren, aber auch quer durch die Kirchengeschichte. Wir wollen mehr. We need a fresh wind. We need a fresh wind. Heiliger Geist, danke, dass du durch die Reihen gehst heute Morgen und dass du Herzen erwächst. Wirklich so sehr erwächst, dass du sogar Herzen überrascht mit deiner spürbaren Gegenwart jetzt im Raum. Und ich segne dich damit, egal ob du in der ersten oder letzten Reihe bist, egal wie viel du mitbekommen hast vom Gottesdienst, ich segne dich jetzt mit der spürbaren Gegenwart Gottes, weil er ist hinter dir her. Er liebt dich so sehr. Er kann es kaum erwarten, dass du in seine Arme läufst und dich von ihm lieben lässt, um so zur Begegnung zu werden für andere. Vater, wir danken dir. Wir danken dir heute Morgen. Und wir singen dir zu: We need a fresh wind.